Sommerpause, Sause. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Sommerpausensause. Ich habe mir gerade 35 Eis in die Fresse gestopft. Die Sonne hat mich komplett verbrannt. Was ist sonst noch Sommer? Waldbrände? Roland Kaiser, herzlich willkommen. David Filecki, Philipp Petzold, Katrin, Malina. Ihr seid alle immer noch da. Immer noch wachse. Vierte Woche, wach im Stück. Krass, oder? 4 Wochen. Sommer soll endlich vorbei sein. Herbst, ja, das ist der neue Sommer. Also wirklich wortwörtlich, wegen Klimawandel. David, zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge ausgestrahlt wird, da ist schon unser Festival vorbei. Das Dave und Ruby Festival. Schön war das Festival. Wir waren bei Wanda und bei Limp Bizkit. Haben Fred Durst Geld geliehen, weil der Typ aus dem letzten Loch pfeift. Ich weiß gar nicht, wer noch alles so da gewesen sein werden wird. Sido. Geil. Deichkind. Geil. Kraftklub. Geil. Kafka. Ich mach mir da so ein bisschen Sorgen, wenn ihr zusammen auf so ein Festival geht. Dass wir zu viel Spaß haben? Warum? Mach dir. Nee, sag mal. Alle unbeschadet dann am Ende da rauskommen. Du kannst uns ja jetzt noch Tipps geben. Dass du denkst, was wir besser machen sollen. Als du denkst, wie wir es machen. Also ich finde auch Festival duschen ja. Ja. Ich dusche sehr viel auf Festivals, tatsächlich. Wir meinen keine Bierdusche. Sorry, jetzt auch immer so. Ja, aber wir sind ja am See, also vielleicht kann man das auch irgendwie mit so Seewasser klären gleich. Da wäre ich vorsichtig, wenn es ein Festival ist, das im See ist und die Dixies alle besetzt sind, dann ja. Kann ich mir anderweitige Fische Dinge pinkeln vorstellen, auch in die See. Im See. Seegal. Menschenpisse ist von der Zusammensetzung her nicht anders wie Fischpisse. Was und im der See passiert, das bleibt See oder wo das ist, das Festival, da pissen sehr viele Fische rein. Ja, ist eigentlich schade, dass die Fische einfach nicht mitmachen bei den Problemen, die wir auf der Welt haben. Die Fische wollen auch eine gute Zeit, ne? Die wollen auch mal Limp Bizkit nochmal sehen, bevor die dann in Rente gehen. Den gönne ich das. Für mich die Großteil der Limp Bizkit-Fans, die es auch gibt, das sind, glaube ich, Meerestiere. Auf wen freust du dich denn am meisten, Hugi? Deichkind. Ja. Aber ich freue mich in letzter Zeit auch viel auf Sido. Weil, heißt das Callback zu einer der allerersten Abschnacker-Folgen, wo es um TikTok ging. Mittlerweile bin ich ja, also damals hatten wir alle keine Ahnung von TikTok. Mittlerweile bin ich ja TikTok-Experte. Und mir werden da halt immer so alte Interview-Ausschnitte von Sido gezeigt. Das ist für mich TikTok, glaube ich. Also das wird dann ja für alle anderen genauso sein, dass die immer nur alte Ausschnitte von Sido-Interviews sehen. Und da denke ich immer, ja, ich habe Lust. Manchmal ist auch manchmal ist dann auch mal ein Ausschnitt von einem Konzert mit dabei. Und da denke ich, ach, das sieht wie Spaß aus. So ein lustiger alter Mann mit dickem Bart steht auf der Bühne, sagt so lustige Sachen, so Unterhaltung für die ganze Familie. Und dann kommt irgendwas über Leute vergewaltigen, das Lied. So schön. Ich finde es schade, Sido hat ja sehr offen ein Drogenproblem. Wisst ihr das? Na, Problem ist nur, wenn man das draus macht. Vom Vorbild her finde ich das einfach schade. Ich finde, sowas hat in der Musikbranche so offen nichts verloren. Leute mit einem Drogenproblem. Aha. Deswegen klappt es ja beim Hugi auch nie. Ich verurteile Drogennehmen auch.
Das frage ich mich auch, wie das auf dem Festival wird, ob da vielleicht auch jemand illegalerweise eine Droge anbietet. Nicht in Deutschland, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, man muss da noch sagen, nein. Auch die Polizei rufen direkt. Ja. Mhm. Immer sofort direkt die Polizei rufen, genau. Die führen dann Fred Durst ab. Naja, ach, ich bin ganz gespannt. Das ist doch nicht mehr so. Wie heißt denn das alte Ego, was der jetzt hat? Das ist ja nicht mehr Fred Durst. Amel Schorsch. Seitdem Vincent den Bauch nicht mehr so heiß, kann der den Namen bekommen. Ja, gebt den Zuhörenden, was sie wollen und nehmt eine Folge auf, wenn ihr auf dem Festival seid. Ja, auf alle Fälle. Wir werden das versuchen. Oh, was für mich cool. Interessant wird, das ist seit langem das erste Festival, wo, also zumindest im Camp, das, wie man das ja nennt, wenn man dann zusammen unter einer Bierzeltgarnitur sitzt, dass da keine Frauen anwesend sein werden. Sehr wahrscheinlich. Mm. Meine Schwester, die tendiert eher zu, die typisch. Kommt doch nicht mit. Und dann sind ja nur du und ich und ein Tag vielleicht auch mal André da. Das wird ja immer weniger. André wird auch komplett gar nichts mehr mit uns zu tun haben. Selbst für Festivals, wo er viel Geld für bezahlt hat. Und das könnte ein großes Problem werden, weil ich weiß, wie das ist mit Festivals, wo nur Jungs im Camp sind. Schlimm nämlich. Und ihr müsst auf die 21 kommen, also ist egal, wo ihr seid. Ja, das wird schwierig. Also das dann immer auszudiskutieren mit den Leuten auf dem Festival, dass man noch nicht die 21 voll hat. Mhm. Wenn sich denkt, ich weiß gar nicht, wer das ist, der Mann, aber ja, die 21 noch nicht. Ich will auch nicht, dass der an Prostatakrebs stirbt. Weißt du, sie haben Monatsende, darauf kommst du ja dann auch hin. Ja, genau. Ich habe hier gerade nebenbei gelesen, Limp Bizkit sagen Wacken und Europa-Tour ab. Fred Durst geht es schlecht. Fred Durst, Audit of Arzt. Das sind relativ neue Headlines. Also wenn jetzt Fred Durst nicht kommt, dann war's das. Also der Rest kann sich gehackt legen. Philipp hat ja gesagt, Limp Bizkit ist bis für kleine Kinder, aber ich mochte die mal ganz kurz, ganz gerne als ich halt auch gesagt als und ich finde die nach wie vor, das neueste Album war echt cool wieder. Ja. Die hatten natürlich ihre Hänger, aber das ist natürlich, ach Gott, da können wir jetzt, wenn wir jetzt in die Richtung gehen, aber da gibt es einige Bands, denen Sachen angehangen werden, die angeblich schlecht sind oder die man schlecht finden muss, wo ich mir denke, ja, so Internetmythen, ja genau. Schade. Ja, das wär's ja noch. Huh? Die großen zwei, Limp Bizkit und Wanda, das wäre es, wenn Deichkind, ich freue mich auch auf Deichkind sehr. Du kannst dich doch auf das freuen, auf das du dich freuen. Es ist auch dann egal, wenn man dann vor Ort ist, dann nimmt man ja eh alles mit, was dann so da ist. Das ist das Problem, was ich immer hatte, weil ich bin kein Festivalgänger, nie gewesen. Schon allein aus dem Grund, weil entweder ich gehe dahin, um die Musik zu genießen, dafür ist mir aber die Menge zu viel, als dass ich das durchstehen würde. Dann würde ich mich über jede Band ärgern, die ich sehen will, aber nicht sehen kann. Oder du gehst halt nur zum Saufen und dann ist mir dann die Mucke egal. Oder gehst halt auf so einen Sonne, Mond, Sterne oder irgendwas, das ist dann egal. Aber so beides zusammen finde ich schwierig. Wenn ich mich jetzt wirklich für die Musik interessiere, dann müsste wirklich das Line-Up so sein, dass man da alles entspannt schauen kann, ohne was zu verpassen und trotzdem nebenbei eine gute Zeit hat. Du lernst das irgendwann, so dieses Abstriche machen. Ich kenne das wirklich, dass ich am Anfang hatte ich das auch so, ich hatte halt so diesen Plan, ich habe auch immer noch den Plan, die Band, die, das und das und das will ich sehen. Aber du gewöhnst dich daran, dass du da halt loslassen musst. Ja, ich sag mal, im Endeffekt ist die Schnittmenge eh nie so groß, also das finde immer so, egal welches Line-Up ich mir bei Festivals anschaue, da hast du so eine Handvoll Bands dabei, die man wirklich gerne sehen sollte, der Rest ist dann auch so. Ja, ich finde das immer wieder krass, egal welches Festival, dass ich denke, dass es überhaupt so viele Bands gibt. Dass es so viele Bands gibt, die dann auf einem Festival spielen und das ist ja nur ein Bruchteil von den Bands, die es dann wirklich gibt. Also, ja, und vor allem, weil du bei so größeren Festivals, so ein Rock am Ring oder was, du bist ja immer überrascht, was für große
Bands da dann teilweise schon so in der zweiten und dritten Reihe dann nur noch genannt werden auf den Plakaten. Und du denkst, die hatten mal Nummer 1 Hits. Ja, das war mal wirklich, die hatten Welthits und jetzt schaffen die es ja nur noch in die dritte Liga. Das finde ich immer krass. Die müssen ja alle von was leben. Die sind ja nicht, weil die einmal einen Hit hatten, 2003 für alle Ewigkeit gewappnet. Siehe jetzt, was war es jetzt, Verasmus. Ne? Müssen sie halt doch nochmal raus, ja, das, und irgendwelchen Quatsch machen. Das hat mich schon oft erstaunt. Wir haben hier in Schlosswerda, das ist bei uns, sag ich mal, nicht weit entfernt, da gibt es einen relativ bekannten Club, der East Club. Und der hat schon echt einen guten Veranstalter, der richtig krasse Bands rangebracht hat über die Jahre so. Und das ist halt wirklich ein wirklich kleiner, verranzter Club. Aber da haben wir dann auch schon Six Feet Under oder so gespielt. Und das sind halt auch Bands, die kennt man. Die hast du auf MTV gesehen und was auch immer. Und dann siehst du die halt irgendwie an so einem Samstagabend in so einem Vince-Club, ja, wo ich mir denke, wo ist denn immer der Anspruch für die Bands? Aber man hört halt auch von vielen Bands, dass diese kleinen Sachen sowieso viel beliebter sind, weil intimer und so weiter und so fort. Ja. Und, das ist dann vielleicht mal auch ein Tour-Datum, sage ich mal, wo du so einen kleinen Club mitnimmst, dann hast du vielleicht mal wieder ein Festival oder so. Aber ich glaube, das ist schon wirklich komisch, wie das auch ist mit dem Finanziellen, dass sich kleine Clubs dann sowas leisten können. Ein kleiner Club, wo du dann aber bezahlt bist wie für einen großen Auftritt. Ich glaube, das mögen Bands am liebsten. Ja, was heißt Bezahlung? Ich glaube, das ist aber eh was Leute gerne mal unterschätzen. Das ist jetzt ein bisschen Stretch. Das habe ich, glaube ich, nicht im Podcast erwähnt, als neulich mal bei SternTV das Thema Bezahlung in Deutschland generell mal besprochen wurde. Das fand ich super interessant. Hatte ich darüber im Podcast erzählt, dann wirkt mich gleich ab. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht. Bestimmt, die hatten, aber egal. Die hatten halt drei, ich sag mal so klassische Traumberufe stellvertretend im Studio Leute davon und hatten aber auch für diese drei Berufsgruppen so deutschlandweite Durchschnittseinkommen berechnet. Und ist nicht direkt auf Musiker bezogen, aber die Musiker, die kann man da halt auch sich mit reindenken. Und da war nämlich Schauspielerin, Autorin und Fußballerin. Und also da bei der Fußballerin, da ist es nicht nur das inklusive Sie, sondern das war wirklich eine Frauenfußballerin, weil da gibt es nochmal einen krassen Unterschied. Die Frauenfußballerin, die musste nebenbei noch ganz normal arbeiten, obwohl die in Deutschland Bundesliga spielt und sehr erfolgreich ist. Da ist nichts mit Vollzeitfußballerin. Also der Schauspieler, den die im Studio hatten, der hatte zu seinen besten Zeiten, ich glaube, es war netto 3.500 im Monat. Ist ja prinzipiell nicht so schlecht, aber der Typ, der hatte halt einen Dauerauftritt in der Lindenstraße über Jahrzehnte hinweg mit vielen Millionen Einschaltquote, wo du dich dann auch fragst, na, sind denn 3.500 im Monat wirklich so krass? Absolut. Und da kommt aber noch der Punkt dazu, der hat dann nach der Lindenstraße einfach keine Rollen mehr bekommen und ist dann auch irgendwie Restaurantbesitzer geworden. Und dann die Autorin, die hatte das schlechteste Einkommen. Und irgendwie ist 2.000 rum. Ne? Und etwa, da sehe ich mich ja auch so in dem Bereich Autor. Und dann haben die halt aber auch die Zuschauer befragt, was denken ihr, was die bekommen? Und da hatten die so, die Autorin kriegt im Monat 56.000, die Fußballerin 70.000 und der Schauspieler natürlich am meisten. So, solche Werte hatten die sich gedacht. Und ich glaube, das gilt halt auch für Musiker. Ich glaube, das darf man nicht überschätzen. Und ich glaube, Philipp und ich, wir gucken ja gerade auch Atlanta Staffel 3, wo es ja auch um den Musiker geht, der im Laufe der Serie halt immer größer wird. Und ich glaube, das ist nicht so weit weg, ja, dass die dann halt auch mal in Budapest dann wirklich mal so einen Auftritt haben, wo du dann halt mal so ein bisschen hinter der Bühne noch ein bisschen Stress hast und so weiter. Das gehört alles mit dazu. Also bestenfalls hast du dann nicht so eine Situation wie in dem Film Queen Room, aber ich glaube, das ist sehr hemdsärmelig die meiste Zeit. Ja, es gibt ja sogar noch das totale Gegenteil, dass wenn du eine recht kleine Band bist, dass du dann sogar noch bezahlst, um mit einer größeren Band auf Tour gehen zu können, das Pay-to-Play. Ich empfehle den Podcast Reflektor vom Bassisten von, wie heißen sie? Wir sind Helden. Nein. Die arschgefickten Gummifotzen. Tokotronic.
Achso, Der immer einen Musiker oder manchmal auch mehrere Musiker pro Folge interviewt, so zu deren Werdegang und so. Da sind immer viele so Geschichten, wo du dann halt so merkst, so ist, das ist immer alles nicht so weit weg von auch so unserem Convention-Dasein. Ja, genau. Gerade so, genau. Dass du selber oft mit aufbauen musst, selber Kisten schleppen musst und so ein Scheiß. Das ist also, ja, das, was ich immer sag. Ja, Convention, das ist... deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Das ist halt, weil ich das schon vom Band-Dasein kenne. Ja, und wirklich als Beispiel Tokotronic habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen. Die machen auch wirklich den Eindruck. Ne? Also ich mag Tokotronic gerne. Mhm. Aber das ist halt, ich war schon mal bei Tokotronic und da waren irgendwie so gefühlt 30 Leute da. Und das sind dann so Berufsgigs. Ne? Die reißen das halt mit ab, dann drehen die auch mal bei einem Stadtfest oder so auf. Ich mir denke, fuck, die haben ja Tokotronic bekommen für so ein fucking Stadtfest. Der kennt doch niemand Tokotronic. Ja, es kennt doch anscheinend niemand Tokotronic. Da stehe ich mit so ein paar 40-Jährigen. Und dann, oh, cool, dass sie da sind. Aber irgendwie auch schade, dass sie da sind. Das ist bestimmt für die total enttäuschend. Die werden sich denken, ja, aber wir kriegen dafür genauso viel Geld, wie wenn wir jetzt vor unseren Fans in einem Club auftreten. Wir müssen also wenn du, wenn du als Musiker Geld verdienen willst, dann hast du eine Coverband, die so Hits spielt, die der Pöbel kennt. Ja, und dann, genau. Dann damit verdienst du Geld. Und ja. Das typische Dorffest-Ding, ja. Dann spielst du dein klassisches hier Sweet Home Alabama und so weiter, wo jeder sich drauf einlassen kann, was für ein Bon Jovi. Da musst du auch richtig schmerzfrei sein. Also da hast du dann, spielst du irgendwie Falco und dann geht es dann über in Gummibärenbande. Und, ja. wie hieß es? Ja, Ding Dong. Ja, ja, Ding Dong, halt, yeah. Ja, ja, Ding Dong. Es ist halt die Realität jetzt. Also, darf man sich halt wirklich. Es ist ja auch für mich als jemand in den Medien halt auch immer das Thema, ne? Dass man denkt, man müsste doch ganz woanders stehen mit den Sachen, die man vorzuweisen hat. Aber nee, man steht nirgendwo anders. Man ist halt so ein einfacher, wie ein Bäcker oder ein Maurer letzten Endes. Mhm. In diesen Anführungsstrichen kreativen Berufen. Mir tun auch immer Musiker viel leid. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch viel sehr scheiße ist und sehr, sehr anstrengend, dass das du vor wirklich. Jedem Gig auch dir in die Hose scheißt, weil du dich jedes Mal so eine Menge dann präsentierst, die nur darauf warten, dass du einen Fehler machst. Nee, das ist nicht das Ding. Also wenn du jetzt eine kleine Band hast und du hast einen Gig und dann musst du dein ganzes Zeug schleppen, dann haben die teilweise, also früher war das noch öfter mal so, dass wenn du in einem kleinen Laden gespielt hast, dann stand da wenigstens das Schlagzeug zu teilen, sodass dann da die Kessel wenigstens standen. Dann bringst du als Drummer nur deine Becken mit und deine Snare. Aber jetzt ist es so, wenn du so eine kleinere Band bist, du bringst alles mit. Und wenn du Pech hast, auch noch die PA. Das heißt, das kriegst du gar nicht rein. Du kriegst ein Schlagzeug nicht in ein Auto. Und dann fahren die fest oder mit zig Autos und du hast irgendwie 5 Mann in der Band. Bist da super früh da, musst das alles aufbauen, machst da deinen ganzen Soundcheck und das ganze Zeug, machst vorher noch selber die Werbung. Ja. Dann spielst du da 1,5 Stunden und dafür hast du so viele Stunden Aufwand außen rum und dann kriegst dann ein bisschen was und das geht dann in die Bandkasse und wenn du Glück hast, kriegst du noch Spritgeld. So ist das bei so den in Anführungsstrichen normalen kleinen Bands, die. Ja. Und selbst die haben, da kommen dann auch schon ein paar feste Fans hin, auf die du dich verlassen kannst, aber. Ja, ja, und das war's, ja wirklich, wie Conventions. Das ist ja genau das Ding. Klar, du kannst, glaube ich, Comiczeichner nie mit Musikern vergleichen, weil bei Musikern immer die Grenze nach oben viel höher ist. Du kannst, behaupte jetzt einfach mal als Musiker eher mal auf TikTok über Nacht zu Fame gelangen, weil das sich einfach mehr anbietet, weil Musik einfach halt ein zugänglicheres, massenwirksameres Medium sein kann. Und trotzdem haben viele Leute, selbst bei so Comic-Leuten wie jetzt zum Beispiel mir, oft den Gedanken, der muss doch schon richtig hoch angesiedelt sein und wenn man den dann auf einer Convention trifft, da kommt dann bestimmt ja irgendwie so eine Entourage noch drumrum und Security und so weiter. Und die sind dann manchmal nicht enttäuscht, aber regelrecht verwirrt, wie klein das dann alles auf der Convention ist. Also, dass man dann wirklich manchmal einfach nur da sitzt und die können einfach direkt zu einem hin und einen anquatschen.
Das Gefühl habe ich ja dann auch häufiger schon gehabt, wenn ich auf einer, so einer Comic-Con war, und das sind dann so diese großen Schauspieler, wir hatten es schon manchmal auch mit dem Jochen, das Thema, so die Helden deiner Kindheit, so eine Elizabeth Shue zum Beispiel habe ich auch schon mal in echt gesehen, und James Marsden von, also Spike von Buffy und Marsden und was weiß ich, was für tolle Schauspieler, Helden unserer Generation. Und dann sitzen die dort ganz alleine den ganzen Tag. Und vielleicht kommt dann einmal in der Stunde jemand und bezahlt denen 50 Euro für ein gemeinsames Foto. Und davon leben die dann halt aber auch mit. Ja, das ist alles sehr traurig eigentlich. Du hast halt vielleicht wirklich so 0,% die dann auch so funktionieren. Und der Rest, das sind alles hart arbeitende Berufsmusiker. Aber dafür wieder umgekehrt, wenn du dann mal, wenn du halt Erfolg hast. Also ich habe auch schon ein Konzert gespielt, da gehst du hin und da steht alles da und du musst dich um nichts kümmern und du kannst dann da frei saufen, da hast du jemand für jedes Instrument einen, der dir noch den Kram hinstellt und musst, das ist dann natürlich, wenn du sowas, das ist halt richtig geil, aber ja das, es gibt auch immer so Gönner, die dann sagen, das bezahle ich denen einfach, weil die genau wissen, wie scheiße es ist. Das hatten wir tatsächlich auch schon in der Comic-Szene. Das war auch immer der Klassiker zum Comic-Salon Erlangen, dass da halt immer an dem Aufbautag so ein paar reiche Gönner der Stadt Erlangen gesagt haben, hey, hier, wir schmeißen für euch eine Grillparty. Wir freuen uns, dass ihr ganzen Comic-Leute da in die Stadt kommt. Gab es jetzt dieses Jahr das erste Mal nicht. Und ich habe das aber auch schon auf Conventions gehabt. Also, es gibt so ein paar Conventions auch immer noch, die dann sagen, wir machen das auch so ein bisschen für die Künstlerinnen. Wir versuchen denen alles zu bezahlen, teilweise sogar Hotel, Essen und so weiter, damit die wirklich keine Kosten haben, hierher kommen. Und es ist dann ein Aushängeschild. Aber meistens ist es ja genau, wie du das gesagt hast, mit den kleinen Bands, so dieses Pay-to-Play. Genau das machen wir Comic-Verlage in der Regel in Deutschland. Und egal, was für einen großen Namen wir haben, wir kommen ja auf eine Convention und müssen denen vierstellige Beträge bezahlen, damit wir dort ein Wochenende lang sitzen dürfen. Das stimmt ja, ach Gott, ja, krass. Das darf man nicht vergessen, was das für eine krasse Welt ist, wo wir als Künstlerinnen, als Kulturschaffende da stehen. Das ist ja schlechter, als eine Band zu haben. Du hast ja dann noch nicht mal diese Stunde, anderthalb, wo du abgefeiert wirst. Ja, so würde ich es auch nicht sagen. Also du wirst ja trotzdem abgefeiert auf einem anderen Level einfach. Ja. Also sowas wie eine Band wäre, glaube ich, für mich halt einfach nichts, weil ich dann so krass aufgeregt immer wäre vor jedem Auftritt. Glaube ich einfach. Wirklich? Ich kann mir das irgendwie gut vorstellen. Ich habe es ja schon mal irgendwo erzählt, ich war immer vor Fußballspielen früher aufgeregt. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt. Aber wenn es nicht gerade irgendwie ein total belangloses Freizeitspiel war, war ich immer aufgeregt, ganz sehr. Und ich habe das nicht wegbekommen. Ich habe auch schon von Profisportlerinnen gehört, dass die das auch, selbst Olympiasiegerinnen hatten, wo es dann teilweise so krass bei denen war, dass die sich dann noch vor irgendwelchen großen Wettbewerben dann noch in die Hose geschissen haben vor Aufregung. Ich denke, und das ist dann das Leben, was du für dich wählst, weil du halt gut im Kugelstoßen oder so bist, gehst du halt das Risiko ein, dir hin und wieder mal in die Hose zu scheißen. Das ist aber so eine Art Leistungsdruck, das hast du, glaube ich, als Band zwar auch, aber nicht ganz so extrem. Du bist ja auch nur ein Zahnrad, das ist ja nicht so, dass du da alleine stehst, außer du bist jetzt irgendwie der krasse Entertainer, aber dann ist wahrscheinlich, fällst du dann auch wieder leichter. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das ist einfach eine Typsache, ob man sich da so Stress macht und nicht. Oder nicht, ja. Ich glaube schon, dass so als Band auf die Bühne gehen, schlimmstenfalls als so Singer-Songwriter, glaube ich, so der Schlag Olli Schulz von mir aus. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste. Wenn du vielleicht sogar noch weißt, du bist auch nicht der beste Musiker, ist nicht böse gemeint, aber das... Also, ja, nee, also ich glaube, die Leute, die das dann diesen Weg gehen, denen macht das dann auch Spaß, das zu präsentieren und dann quasi eine Reaktion auf das zu bekommen, was dann ewig im Kopf rumgeschwebt ist oder was dann lange gedauert hat, um das, sag ich mal, auf einen Tonträger zu bringen oder wie auch immer. Ich glaube, das ist dann halt auch im Blut so übergegangen, dass man das dann schon gerne präsentiert. So würde es mir zum Beispiel gehen, weil wenn ich Musik höre und ein Lied reißt mich voll mit,
das Gefühl dann, dass du damit auf einer Bühne stehst und alle gehen mit ab, aber das kann ich mir schon, das ist schon geil, glaube ich. Es kann ja auch hinderlich sein, dass du da eine Band hinten dran hast, wenn du weißt, du hast jetzt einen Schlagzeuger zum Beispiel, auf den kannst du dich nicht verlassen und er wird das eine Ding da verkacken und dann kann man nichts mehr machen, weil der haut alle raus. Ja, es ist am besten, man macht wirklich einfach nur einen ehrlichen Beruf. Ja, in kreativen Berufen. Labern wir hier rum. Hören alle denken, die Zuhörer, oh, seid doch froh. Was? Ich für eine ernüchternde Sommerpausensause. Nein, da haut er noch was Angenehmes hinten ran. Na das klar. Sind nur zwei Folgen Zeit, um das zu tun. Genau, ich wollte es gerade sagen. Nächste Woche möchte ich aber mal ein bisschen, da wecken wir dann wieder Träume in den Zuhörern. Ja. Da sagen sie dann wieder, oh ja, ich will auch Podcasts machen. Ich will auch Comic zeichnen. Ich will auch Musiker werden. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, unsere Zuhörer, die haben ja in einer Woche dann eh vergessen, über was wir jetzt gerade eben gesprochen haben. Die gucken in der Zeit, gucken die irgendwie ein YouTube-Video von Miley Cyrus und sagen, das könnte ich auch. Dann ist das alles vergessen, was wir gerade erzählt haben. Aber das ist ja auch die Einstellung, die man haben muss, um wirklich auch erfolgreicher Künstler zu werden. Einfach die Einstellung, das kann ich auch. Genau, und dann halt auch einfach machen. Genau. Das ist das Geheimnis, einfach machen. Man sieht es an uns. Was an die Zuhörenden jetzt. Ihr hört jetzt die Folgen einfach nochmal an und achtet mal drauf, ob beim Dave, wenn er spricht, das Zeichengeräusch schneller wird. Ich glaube, das hilft ihm. Ja. Während er redet, dann wird der Stift doppelt so schnell. Ja, ich das mach ist meine Theorie. Eine ganz das stupide ist, Arbeit nebenbei. Weil er erst bei 12 von 21 Mal ist und der Druck größer wird. Das das kann es auch sein. Und das Schleifgeräusch ist dann aber. Aber das hört man wohl jetzt, oder was? Dieses Zeichengeräusch, das ist halt auf dem Grafiktablett. Das hört man, krass. Liebe Zuhörende, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.